besten Geschenken unter 20 Euro. Ja, und da gibt es durchaus, Emmy, die besten Geschenke sind die, die nichts kosten. Sind die kleinsten. Zum Beispiel könnte ich dir schenken, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tagebuch schreiben würde, ne, und dieses Tagebuch dir füllen könnte, dann würde ich dir zum Beispiel nach 365 Tagen mein Tagebuch schenken. Was lachst du mich aus, Emmy? Ich lach dich nicht aus. Das sind meine Gefühle. Ich würde so gerne dein Tagebuch mal lesen, aber ich glaube, du würdest an einem Tag würdest du schon ein ganzes Buch vollschreiben, wenn alleine das, was du in der Sendung hier sagst, du aufschreiben würdest. Mhm. Das würde, naja, wie auch immer. Das ich schreibe ja ein Buch, wirklich. Kannst du glauben oder nicht? Füllfederhalter mit Namensgravur. Ich schreibe wirklich ein Buch. Ja, über was wie, denn? Wie es wäre, wenn ich als Frau auf die Welt gekommen wäre. Jetzt mit meinem Wissen. Weil ich weiß ja eigentlich, wie Kerle ticken und ich weiß jetzt, glaube ich, auch, wie Frauen ticken. Du hast keine Ahnung. Und dann würde ich so, also beste, also erste Option, mit 16 sofort Brustvergrößerung machen, volle Kanne. Auch ganz dick die Lippen, viel Schminke, auch über die Lippen, richtig viel. Männer stehen auch viel Schminke. Und ich würde die übelste Schwalbe sein. Schwalbe? Ja, die übelste Schwalbe. Was ist das, Schwalbe? Na, dann überleg mal nach. Wir können zum Beispiel einen ausgefüllten Lottoschein verschenken. Allerdings bin ich mir gar nicht sicher. Emmy, du bist ja Glücksspielassistenz. Und wie viel kostet ein voll ausgestatteter Lottoschein? Frag doch die Lottofee. Ich glaube, pro Kasten 1,50. Und es sind 12 Kästen drauf. Das ist ganz schön teuer. Das sind 18 Euro. Wenn man Spiel 77 macht, ich überlege noch, ob man 18 Euro für das ganze Ding, das kostet mehr, glaube ich. Ja, aber wenn, ja, das sind die Kästchen. Da kommt noch Spiel 77 dazu. Ein super Spiel, eine super Zahl. Super Sex auch natürlich am Abend. Und daran, das alles zusammengefügt, ich glaube, dann kommst du über 20 Euro nach. Ne? Aber gut, das ist ja als kleiner Beispiel. Am besten noch mit Geburtsjahr als Zahlen. Das ist immer ganz krasses. Oder Gartenhandschuhe. Gartenhandschuhe? Und ein Päckchen Samen. Samos. Oh, weiter, komm schnell, weiter. Oh, komm, lass das Thema einfach, nächstes Magst Thema. Du das Thema komm, nicht? Nächstes Flausch, Thema. Flauschige Hausschuhe. Flauschige Hausschuhe. Kratzige oder, Hausschuhe verschenke ich oder lieber. Man kann die aus Holz schenken. Kennst du die noch? Ja, die hatte ich früher als Kind. Oder mal. Rosa hatte ich die. Ja, Clocks hießen die. Clocks. Heißen auch, ne? Die sind wieder in. Ja, habe ich auch gehört. Oder ein aktuelles Foto von sich selbst in einem schönen Bilderrahmen. Das finde ich auch so gut. Das schenke ich dir. Hier, das bin ich. Hey, ich bin's. Mercy Trees. Hallo Krischi, ich eine Auswahl an Lippenbalm. Ist es Lippenbalsam? Vielleicht ist Lippenbalm... Das sollen die besten Geschenke unter 100, unter 20 Euro sein. Oder es sind vielleicht Geschenke, die zusammen 20 Euro kosten. Ich weiß es nicht. Aber es sind einfach nur kleine Tipps, die man jemandem geben kann für die Leute, die komplett verzweifelt sind und nicht mehr wissen, was sie einem schenken sollen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kartenspiel? Wenn man im Freundeskreis und in der Familie nicht mehr weiß, was man sich schenken soll, kann man doch einfach sagen, lass uns einfach nichts mehr schenken. Ja, genau. Das ist doch eine super Sache. Super. Dann kann man das Geld nehmen und sich sparen und entweder spenden oder man verschenkt das, keine Ahnung, oder man kauft sich einfach nichts mehr. Wir haben so viele Sachen. Aber wenn ihr trotzdem was schenken wollt, unter 20 Euro, ist die App ganz schön kostenlos. Ich hätte gerne die Gartenhandschuhe mit dem Samen, bitte. Das, Emmy, ist genau das Geschenk, was ich schon vor einem Monat für dich besorgt habe. Cool. Und seitdem sammle ich fleißig für dich Samen. Freu dich auf dein Geschenk. Freut euch auf die nächste App-Night, denn die kommt ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Einen schönen Abend wünschen wir euch noch.